Mikrochips. Ungeahnte Möglichkeiten eröffnen uns diese elektronischen Bauelemente. Deshalb wurde für sie in den letzten Jahren bei uns eine leistungsfähige Industrie geschaffen. Und mit jedem Tag entstehen neue, werden mehr produziert. Wie haben wir uns auf sie eingestellt? Was sie bringt, ist viel, sehr viel sogar. Max Hütte unter Willenborn. Hier hilft sie, körperliche Schwerstarbeit zu beseitigen. Was vorher per Hand und mit großen Zangen gemacht wurde, erledigt nun ein Industrieroboter, mikroelektronisch gesteuert. Für ihn sind Transport und Stapeln der glühenden Rohlinge weder mühevoll noch schweißtreibend. Ohne Mikroelektronik würde es keinen Roboter geben. Auch diesen nicht. Kombinat Umformtechnik Erfurt. Viele Arbeitsgänge sind bereits automatisiert. Mikroelektronik bringt jetzt zusätzliche Rationalisierungseffekte. Mit Mikrorechner und Bildschirm ist der Technologe in der Lage, innerhalb kürzester Zeit die günstigsten Schnittpläne für das Brennschneiden aufzustellen. Das spart jährlich etwa 820 Tonnen Stahlblech ein. Die Leistungen der Arbeiter stiegen hier auf das Vier- bis Fünffache. Kombinat Robotron. Mikrorechner erreichen immer mehr die Leistungen herkömmlicher großer Computer. In den beiden kleinen Kästen im Vordergrund steckt die gleiche Speicherkapazität wie in den Schränken dahinter. Die Hälfte des Materials wird eingespart. Stahl, Kupfer, Aluminium. Der Energieverbrauch sinkt erheblich. Chemiefaserwerk Guben. Viel Handarbeit und endlose Reihen von Spinnmaschinen waren bisher für die Herstellung von Chemiefasern notwendig. Eine einzige Schnellspinnmaschine von Textima spart jetzt 87 Arbeitskräfte ein und verdoppelt die Arbeitsproduktivität. Vollwirksam wird sie erst durch diesen Roboter. Etwas eigenwillig im Aussehen zwar, aber exakt zugeschnitten für seine Aufgaben. Mit absoluter Sicherheit fährt er zu genau der Spule, die gerade voll ist, nimmt sie ab, steckt die neue auf, trägt weg. Berliner S-Bahn. Mikroelektronik holt sogar dort ungeahnte Effekte heraus, wo man es gar nicht für möglich hielt. Im Fahrerraum ein Bordcomputer. Er ermittelt für die jeweilige Strecke eine optimale Fahrweise, berechnet Beschleunigung, Geschwindigkeit, Bremsweg. 15% Elektroenergie werden eingespart, bei genauer Einhaltung des Fahrplans, versteht sich. Mikroelektronik, was sie bringt, ist augenscheinlich. Was sie fordert, ist für viele noch die Frage. Das war auch hier im Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt nicht anders. 2,5 Jahrzehnte entstand an diesen Arbeitsplätzen modernste Bürotechnik. Von hier aus ging sie mit beträchtlichem Gewinn in alle Welt, in 120 Länder. Alles lief bestens. 25 Jahre lang. Und nun werden sie die Produktion bald einstellen. Wird es diese Arbeitsplätze nicht mehr geben. Das war vor Jahren der Stolz des Betriebes, die elektromechanische Buchungsmaschine. 5800 Einzelteile, ein technisches Meisterwerk. Addieren, subtrahieren, Texte schreiben. Das alles kann die Mechanik, aber mehr auch nicht. Ein beeindruckendes Innenleben, zweifellos, aber dem Anwender ist das ziemlich egal.
Bessere Maschinen werden verlangt, Maschinen, die schneller sind, mehr Funktionen übernehmen können, aber gleichzeitig weniger Material und Energie verbrauchen. Und preiswerter sollen sie möglichst auch noch sein. Das kann die klassische Mechanik einfach nicht mehr schaffen. Und so war der Tag abzusehen, an dem diese traditionelle Buchungsmaschine keinen Abnehmer mehr finden würde. Etwas ganz Neues musste her. Die Mikroelektronik. Ein Ergebnis ist dieser Bürocomputer. Er erfüllt die neuen Anforderungen. 1978 wurden die ersten gebaut. Einzig Walze und Tastatur erinnern noch entfernt an die alte Buchungsmaschine. Statt mechanischem Innenleben ein mikroelektronisches Gedächtnis. Der Inhalt ganzer Aktenschränke lässt sich in ihm speichern und jederzeit abrufen. Die Mechanik hatte schon Mühe mit der Multiplikation. Das neue Gerät übernimmt ohne weiteres die Lohnabrechnung ganzer Betriebe. Wissenschaftlich-technische Revolution in der Praxis. Ohne Mikroelektronik wäre sie heute undenkbar. Eines steht natürlich auch fest. Wer sich mit der Mikroelektronik einlässt, lädt sich besonders anfangs einen Haufen Arbeit auf. Was sind für Sie aus heutiger Sicht die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie bei der Umstellung auf Mikroelektronik gewonnen haben? Es ist notwendig, dass sich das gesamte Betriebskollektiv, geführt von der Betriebsparteiorganisation, politisch-ideologisch mit den Problemen der Mikroelektronik auseinandersetzt und über die Auseinandersetzung die konkrete Anwendung organisiert. Entscheidend sind dabei solche Bereiche wie die Forschung und Entwicklung, die Technologie und der Absatz. Weiterhin ist es notwendig, konkrete Kapazitäten im Betrieb aufzubauen, in der Forschung und Entwicklung, einen eigenen Prüfgerätebau und Abteilungen, die die Programme, das heißt die Softwareerarbeitung vornehmen. Wesentlich geholfen hat uns bei diesem Prozess der Einführung die Zuordnung des Buchungsmaschinenwerkes zum Kombinat Robotron, was zu einem wesentlichen Konzentrationsprozess der Kräfte geführt hat, der beschleunigend gewirkt hat. Auf keinen Fall würde ich jemanden empfehlen, eine Warteposition einzunehmen, um sozusagen auf fertige Lösungen zu warten, die einem auf dem Tablett serviert werden. Auch Halbheiten empfehlen die Karl-Marx-Städter nicht. Sie selbst hatten es nämlich anfangs mal mit einer Zwischenlösung versucht. Ein angebauter Kasten mit ein paar Mikrobausteinen. Die Elektronik war zwar schnell, aber die Mechanik kam da nicht mit. Sie war überfordert. Der erhoffte Effekt fiel bescheiden aus. Erst dort, wo Mikroelektronik nicht Anhängsel, sondern Ausgangspunkt für neue technische Lösungen ist, bringt sie die notwendige Qualität. Welche Effekte erwarten Sie vom Einsatz der Mikroelektronik? Wenn wie unserem Betrieb überdurchschnittliche Zuwachsraten der Steigerung der Arbeitsproduktivität erwartet werden, kann der Weg nur über die Beschleunigung des wissenschaftlichen technischen Fortschritts, das heißt die konkrete Anwendung der Mikroelektronik, führen. Für uns bedeutet es eine Steigerung der Arbeitsproduktivität im Betrieb um 20% und bei den Anwendern, zum Beispiel den Finanzorganen, Sparkassen und so weiter, eine Steigerung der Arbeitsproduktivität um 30%. Also einen doppelten Rationalisierungsschub für die Volkswirtschaft. Dabei tritt gleichzeitig eine Energieeinsparung beim Anwender um 40% ein. Für das Finanzwesen, für die gesamte Rechen- und Bürotechnik der DDR wurde ein klares Konzept erarbeitet, damit solche Steigerungsraten zur Regel werden. Die Bürocomputer aus Karl-Marx-Stadt und andere mikroelektronische Technik von Robotron werden dafür dringend gebraucht. Sogar im eigenen Hause weiß man sie zu schätzen und baute mit ihnen moderne Technologenarbeitsplätze auf. Mit ihnen kann man das gesamte Betriebsgeschehen planen und steuern.
schneller und effektiver als zuvor. Gerade jetzt zählen solche Vorteile. Denn für das neue Erzeugnis musste eine völlig neue Technologie geschaffen werden. Auch das fordert die Mikroelektronik. Ein Fließband ersetzt die zahlreichen Räume der mechanischen Fertigung. Und Schichtarbeit wurde eingeführt. Arbeitsinhalte haben sich geändert. Der Mechaniker von einst baut jetzt Leiterplatten zusammen. Einen Fehler in der Buchungsmaschine konnte er selbst erkennen. Nun würde er ohne ausgeklügelte Messinstrumente ziemlich hilflos sein. Aus der früher vorwiegend körperlichen Belastung ist eine geistige und nervliche Anspannung geworden. Das alles hat sich in den letzten 3 Jahren vollzogen. Wie kamen Sie zur Mikroelektronik? Das war mein eigener Wunsch. Warum war es Ihr eigener Wunsch gewesen? Ich arbeitete damals vor 5 Jahren in der Klasse 170 als Mechaniker. Die Arbeit hat mich nicht gefordert, sie war mir zu monoton. Und da beschloss ich, an den elektronischen Datenerfassungsgeräten mitzuarbeiten. Diese Elektronik begeistert mich. Ich wollte mehr darüber erfahren und ich war auch etwas neidisch über die Kollegen, die schon damit umgehen konnten und sie beherrschten und meisterten. Wie haben Sie damals reagiert, als es hieß, Sie müssen umsatteln auf Mikroelektronik? Ich stand vor dem Problem, einen relativ sicheren Arbeitsplatz einzutauschen gegen eine ungewisse Zukunft. Meine Vorstellungen von der Mikroelektronik waren sehr zweifelhaft. Also keiner konnte genau sagen, was kommt auf dich zu, was müsst ihr dort machen. Alle haben bloß gesagt, es wird sehr schwer werden. Trotzdem habe ich mir gesagt, die Mikroelektronik weiß den Weg zur Weltspitze. Und da ich doch relativ jung bin, habe ich doch gesagt, warum? Also wenn ich jetzt schon Nein sage, was soll dann werden, wenn ich mal älter bin? Also habe ich mich doch für den Weg entschieden, erstmal umzusatteln hier auf das neue Erzeugnis. Ist Ihnen die Umstellung schwer gefallen? Also anfangs war es ein ganz schöner Hammer, weil es eben doch der Unterschied ist, ob man seine Arbeit macht in einer mechanischen Anlage oder erstmal wochenlang in Lehrgängen büffelt. Aber man gewöhnt sich dran. Und je mehr man Einsicht bekommt über das neue Erzeugnis, desto mehr macht es Spaß, dort zu arbeiten. Der Unterschied, warum beispielsweise der eine Tisch, wie man schon im Musterbauer so gesehen hat, hier eingesenkt ist, ist einfach darin zu sehen, eben eine optimale Arbeitsplatzhöhe zu erreichen. Ist also hier der Tisch in der Mitte eingesenkt worden und eben den Anschluss. Derzeit läuft beides noch parallel: Mikroelektronik und Mechanik. Hochbetrieb herrscht in der Betriebsberufsschule. Einstweilen lernen 4.500 Werktätige vollkommen um. Jeder zweite im Betrieb. Auf welche Arbeit bereiten Sie sich hier in der Qualifizierung vor? Wir werden in Zukunft an einer Neuentwicklung arbeiten, und zwar ein Speichergerät mit einem hohen Anteil an Mikroelektronik. Bei uns im Betrieb sei es eben Mannersdorf. Und wie lange dauert so eine Qualifizierung? Unser Delegierungsvertrag läuft auf 1 Jahr. Was haben Sie damals gedacht, als es hieß, Sie müssen umlernen auf Mikroelektronik? Dass das irgendwann mal auf uns zukommt, war jedem klar. Und trotzdem war es nicht ganz so einfach, das alles zu verwirklichen. Also das Umdenken und auch die ganze Qualifizierung auf dem theoretischen Gebiet. Würden Sie es heute trotzdem nochmal machen? Auch sicher, man wächst ganz einfach hinein mit der Zeit. Sie sind Brigadier in der mechanischen Fertigung. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Von Anfang an sind das rund 25 Jahre. Nun ist ja abzusehen, dass die Produktion der Klasse 170 so langsam ausläuft. Mit welchen Gefühlen denken Sie daran? Ja, das sind ungute Gefühle für uns, wenn man so lange hier in dem Produkt gearbeitet hat. Warum? Ja, das Umsetzen in die Mikroelektronik, das ist für uns ältere Kollegen, ist das schwer. Und mit welchen Erwartungen gehen Sie an die Mikroelektronik ran? Glauben Sie, dass das von heute auf morgen eine Sache ist oder dass die was vollkommen Neues bietet? Ja, das bietet schon was Neues. Das ist auch für uns gesehen die Zukunft. Nur, dass wir eben unser bewährtes Produkt hier verlassen müssen und dort das Neue lernen.
was einem dann auch hart ist, die Qualifizierung. Sie trauen sich es auch in Ihrem Alter noch mal zu, umzulernen, ja? Ja, ich muss. Ich muss. Sicher, besonders den älteren Kollegen fällt die Umstellung auf Mikroelektronik schwer. Aber zuversichtlich sind auch Sie. Schließlich wird mit jedem Einzelnen gesprochen. An die berufliche Perspektive jedes Einzelnen ist gedacht. Für die Parteiorganisation, die Gewerkschaft und die staatliche Leitung des Betriebes eine Aufgabe über Jahre hinweg. Und keiner wird vergessen. Mit der Mikroelektronik sind Probleme aufgetaucht, die vor niemandem Halt machen. Egal ob Direktor, Ingenieur oder Arbeiter. Auf sie alle kommen höhere Aufgaben zu. Sie werden neue Geräte und Maschinen beherrschen müssen. Noch hat sich dieser Roboter im Härtetest zu bewähren. In einigen Wochen wird er die Montage der Tastatur vollständig automatisieren. Ein Schweißroboter in der Vorfertigung wird folgen. Das ist der Anfang. Der neue Fertigungsprozess verlangt ununterbrochen nach Rationalisierungsmitteln. Die Frauen hier befestigen in jeder Schicht tausende feine Drähtchen. Drähtchen, die aber erst einmal zugeschnitten werden müssen. Per Hand wäre das eine uneffektive Fummelarbeit. Darum baute man diese Maschine. Ohne Unterlass schneidet sie und zieht die Isolierung ab. Zuverlässig rund um die Uhr. Gütekontrolle. Bei der Mechanik eine Sache von Fingerfertigkeit, sicherem Augenmaß und langjähriger Erfahrung. Jetzt wird per Kassette ein Prüfprogramm eingegeben. Dazu ein 24-Stunden-Einschalttest und Funktionsprobe der Tastatur. Die nötigen elektronischen Prüfgeräte baute sich der Betrieb selbst. 5 Leute haben damit angefangen. Jetzt sind es 65. Kopfzerbrechen bereiten noch die Zulieferbeziehungen. Früher kamen fast alle Teile aus dem eigenen Haus. Heute aus der CSSR, aus Riesa, Sömmerda, der Volksrepublik Bulgarien und. Ein ganzer Sack voller Probleme. Aber alles soll und muss reibungslos laufen. Vieles bringt uns die Mikroelektronik. Und vieles fordert sie. Vor allem aber verlangt sie Ideen, Fantasie, Drang nach Neuem. Genosse Dr. Kutschbach, was reizt Sie an der Mikroelektronik? Ja, was reizt mich an der Mikroelektronik? Ich möchte sagen, einmal ist es das hohe Entwicklungstempo der Mikroelektronik, das wesentlich über dem anderer technischer Gebiete liegt. Zum anderen sind es die vielen Möglichkeiten, die sich uns aus der Mikroelektronik bieten. Wir wissen, dass wir noch lange nicht den Höhepunkt des Einsatzes der Mikroelektronik und der Nutzung aller Möglichkeiten erreicht haben. Wir in der Forschung sind ein junges Kollektiv und ich möchte sagen, ein qualifiziertes Kollektiv. Dabei orientieren wir uns nicht nur auf die Mikroelektronik allein, sondern auch auf die Gebiete, die mit der Mikroelektronik zusammenhängen. Das sind also einmal die peripheren Baugruppen, Tastaturen, Bildschirmeinheiten, Speicher und andere Geräte zur einen Ausgabe von Informationen und auf das andere große Gebiet, auf das gesamte Gebiet der Programmierung. Auch hier müssen noch wesentliche Leistungen gebracht werden, damit wir die Möglichkeiten der Mikroelektronik voll ausnutzen können. Wie ernst es den Karl-Marx-Städtern mit diesen Forderungen ist, beweist ihr neuestes Erzeugnis. Ein noch leistungsstärkerer Bürocomputer. Aber Mikroelektronik muss alle Zweige der Volkswirtschaft durchdringen. Wenn man sie dann jedoch dort antrifft, wo sie gar nicht vermutet wird, nämlich in einem Reichsbahnausbesserungswerk, ist man doch einigermaßen überrascht. Überrascht, gelinde gesagt, war auch der Betrieb, das RAW Berlin-Schöneweide. Ohne Verzug sollte er mit der Montage mikroelektronisch gesteuerter Geräte beginnen.
Dabei war das seit Jahrzehnten die eigentliche und einzige Aufgabe des Betriebes. Die Reparatur sämtlicher Berliner Schienenfahrzeuge. S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn. Entsprechend die Berufe. Schlosser, Elektriker, Tischler. Und hier werden jetzt mikrorechnergesteuerte Fahrkartenautomaten montiert. Schalterdrucker und Dialogautomaten. Im Dezember 1979 erhielten sie dazu den Auftrag. Im März, April begann dann der Musterbau parallel zur Entwicklung und zur Konstruktion. Und es entwickelte sich allmählich für diese Aufgabe eine Begeisterung, sodass auch hier recht zahlreiche Initiativen sich ergaben, vor allen Dingen auch daraus, dass die Kollegen unmittelbar mit den Entwicklern der Geräte zusammenarbeiten konnten und die Konstruktion qualitativ verbessern konnten mit. Projektierung, Konstruktion und Fertigung, alles begann zur gleichen Zeit, um keinen Tag, keine Stunde zu verlieren. Denn immer noch sieht es auf unseren Bahnhöfen meistens so aus. Vor dem Schalter warten und warten und warten. Dahinter gehetztes Suchen, Schreiben, Rechnen, Kassieren. Für Reisende und Personal gleichermaßen ein aufwendiger, ja zermürbender Vorgang. Ganz zu schweigen davon, dass es Ruhe und Freundlichkeit an diesen Orten schwer haben. Bitte? Fest steht, so kann es nicht mehr jahrelang weitergehen. Fest steht aber auch, mehr Schalterpersonal hat die Reichsbahn nun einmal nicht. Und das wäre auch keine richtige Lösung. Deshalb ebenfalls hier die Forderung, Mikroelektronik schnell einzusetzen. Zielbahnhof eintippen, hier möchte jemand nach Dessau. Dazu die Anzahl der Reisenden, erste oder zweite Klasse. Die Fahrkarte kommt sofort. Kein Hin- und Herwuchten schwerer Technik mehr, keine Rechenfehler. Die Mikroelektronik hat Ruhe in den Schalterraum gebracht. Und Zeitersparnis. Die Zeit der Abfertigung für den Reisenden hat sich um durchschnittlich 30% verringert. Die Schlangen auf den Berliner Fernbahnhöfen sind schon kürzer geworden. Inzwischen auch in Meiningen, Suhl und Erfurt. Erleichterung und Zeitersparnis für den Reisenden bringt auch dieser Selbstbedienungsautomat. Ebenfalls mikroelektronisch gesteuert. Reiseziel ist diesmal Luckenwalde. Der Automat stellt per Bildschirm Fragen, die der Reisende mit Berührung der Sensortasten beantwortet. So entsteht die gewünschte Fahrkarte. Solche Dialogautomaten wird es bis zum Parteitag auf 20 Berliner S-Bahnhöfen geben. Das Verkehrswesen insgesamt bietet sich für die Mikroelektronik geradezu an. Bordrechner für Schienenfahrzeuge, mikroelektronische Steuerung von Rangierabläufen, Stellwerken und Straßenverkehrsampeln sind nur einige der künftigen Einsatzmöglichkeiten. Wir haben deshalb im Verkehrswesen folgende Grundlinie konzipiert. Es wird erstens ein Zentrum für Mikroelektronik und Rechentechnik seit 1979 schrittweise aufgebaut, wo die wesentlichsten Komplexe der Rationalisierung eigenverantwortlich bearbeitet und auch die Projektleitung realisiert wird für Schwerpunktaufgaben. Weiterhin wollen wir in den einzelnen Verkehrszweigen Rationalisierungsmittelwerkstätten und eigene Kapazitäten entwickeln, um eine größere Breitenanwendung zu erreichen. Drittens organisieren wir vom Zentrum für Mikroelektronik und Rechentechnik eine enge Zusammenarbeit mit den Hoch- und Fachschulen, um die Kapazitäten auch dieser Einrichtungen besonders zu nutzen. Das verlangt eine engagierte Haltung der Leiter und der Kollektive zu Spitzenleistungen auf dem Gebiet der Mikroelektronik. Kurz zusammengefasst, mit Herz und Verstand müssen wir die Mikroelektronik auf allen Gebieten durchsetzen. Nur so wird es uns möglich sein, auch den notwendigen volkswirtschaftlichen Leistungsanstieg im Verkehrswesen abzusichern, Arbeitsplätze, Arbeitskräfte, Energie und Material einzusparen
und natürlich auch die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Beschäftigten im notwendigen Umfang zu verbessern. Engagement kann man den Arbeitern und Ingenieuren im RAW wahrlich nicht absprechen. Denn unter welchen Bedingungen fingen sie hier mit der Mikroelektronik an und arbeiten zum Teil jetzt noch so? Platz gab es nicht. Büroräume mussten herhalten. Spürbare Enge überall. Da gab es besonders anfangs Sorgen mit der Qualität. Kinderkrankheiten beim Einsatz von Mikroelektronik. Neue Zulieferbeziehungen mussten entstehen, ähnlich wie in Karl-Marx-Stadt. Mehrere RAW, verstreut über die Republik, arbeiten mit für Schöneweide. Hinzu kommen noch die Betriebe der Elektronikindustrie. Alles in allem eine komplizierte Aufgabe. Und trotzdem, die Produktion läuft von Tag zu Tag besser. Auch weil die Hochschule für Verkehrswesen tatkräftig hilft. Noch im vergangenen Dezember dauerten Endmontage und Endprüfung der Dialogautomaten 10 Tage. Heute sind es ganze 3. Fest steht, auch dieser Betrieb wird die Mikroelektronik meistern. Weil sich das gesamte Kollektiv engagiert. Weil sie es verstehen, die angebotenen mikroelektronischen Bauelemente für ihre spezifischen Bedürfnisse voll zu nutzen. Denn fertige Lösungen sind vom Hersteller nicht zu erwarten. Er liefert die technischen Grundlösungen, Mikrochips, Bildschirme, Standardprogramme. Und so gilt, dass die passgerechten Varianten für den konkreten Einsatzfall der Anwender schon selbst finden muss. Diese Verantwortung kann ihm keiner abnehmen. Auch wenn die Elektronikindustrie sich noch stärker um die Belange des Nutzers kümmern muss. Und fest steht auch, dass die angebotenen Bauelemente weitaus leistungsfähiger sind, weitaus mehr Möglichkeiten bieten, als das mancher wahrhaben will. Immer noch machen es sich viele Betriebe zu einfach. Meinen, dass für ihre Zwecke nur die allerneueste internationale Mikroelektronik brauchbar sei. Ja, wenn sie die hätten, dann... Mikrochips. Ungeahnte Möglichkeiten eröffnen uns diese elektronischen Bauelemente. Deshalb wurde für sie in den letzten Jahren bei uns eine leistungsfähige Industrie geschaffen. Und mit jedem Tag entstehen neue, werden mehr produziert. Wir brauchen sie.